Hallo und herzlich willkommen bei den Angsthasen auf Weltreise. Heute aus Agonda in Goa, Indien und mit unseren 5 besten Restaurants zum Essen gehen. Ja, beginnen wollen wir mit den Restaurants am Meer, mit einem herrlichen Ausblick. Als allererstes zeigen wir euch dafür das Sexny-Restaurant. Viel Spaß! Das Restaurant hier ist auch ein perfekter Spot, um die Surfer zu beobachten. Genau da an diesem Felsen da. Da habt ihr uns surfen sehen. Ja, wir haben jetzt beide 2 Frühstückssets bestellt. Da ist ein Hauptgericht dabei und 2 Getränke. Und wir zahlen hier um die 300 bis 400 Rupien. Nina. Ja. Deine Bewertung des Ganzen. 4 Hasen. Das ist sehr lecker. Der Preis könnte ein bisschen günstiger sein. Ja, ich würde da mitgehen. Bei mir sind es auch 4 Hasen. Es ist ein super Ambiente. Das Essen hat gut geschmeckt. Und ja, die Preise sind halt ein bisschen teurer. Aber ich denke, das ist am Meer dann so ein bisschen normal. Ein zweiter Vorschlag für direkt am Meer zu essen ist das Surrender by the Sea Restaurant. By the Sea ist das Stichwort. Wenn ihr mal rumschaut, sind wir hier direkt am Meer. Dieser Tee ist natürlich optimal. Wir sind jetzt heute Nachmittag hier, um Kuchen zu essen und einen Kaffee zu trinken. Heute Carrot Cake. Man kann aber auch Cheesecake haben oder Chocolate oder Tiramisu. Dieser Masala Milk Tea ist für mich indischer Tee. Schmeckt gut? Für uns ein sehr, sehr leckerer Tee. Der Ginger Lemon Honey Tea. Ein Ginger Tee. Dann gibt es diese Lemon. Die drückt man einfach aus in den Pott. Honig. Und gießt dann den Ginger Tea oben drüber. Es schmeckt richtig, richtig lecker. Und das mit so einem Blick. Wahnsinn. Lecker. Also der Carrot Cake schmeckt super lecker. Wir haben so eine Puderzuckerklausur, glaube ich. Eine Cashewkerne und natürlich Karotte. Wir hatten jetzt 2 Kuchen. Und ein Pott Tee und noch eine Tasse Tee. Und wir haben 650 Rupien bezahlt. In Euro sind das etwa 7,50 Euro. Ortswechsel weg vom Strand zum Inneren der Stadt Agonda. Angefangen mit dem Mandala Café. Also mein Früchte-Müsli hat hervorragend geschmeckt und auch Ninas Avocado-Toast war super lecker. Jetzt genießen wir noch ein bisschen unsere Getränke und dann erzählen wir euch mal, was das Ganze gekostet hat. Essen und Getränke haben 960 Rupien gekostet, das sind ca. 10,40 Euro und wir geben dem Mandala Café 5 Angsthasen. Als zweites zeigen wir euch das Restaurant On The Rocks. Auf geht's! Das ist Sprudel mit Zitrone und Minze. Schmeckt sehr erfrischend, weil es ist super heiß hier in Indien. Ja, ich präsentiere einmal Paneer Butter Masala. Dann haben wir Mushroom Masala, den Jara Rice und das Butter Garlic Naan. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Guten Appetit! Das schmeckt richtig gut. Sau lecker. Super lecker. Wahnsinn. Auch das Naan ist sehr besonders lecker. Ja, ist weich, ne? Ein bisschen knusprig, ne? Aber gut. Ist was Gutes. Die Location ist natürlich der Hammer. Ja. Gerade bei Sonnenuntergang. Ja. Ulla hier nachmittags einen Kuchen essen oder so. Toll. Abends ist ja auch immer viel los. Also hier kann man auch Cocktails trinken. Hier ist dann ein bisschen lauter die Musik auch. Es schmeckt wirklich phänomenal. Richtig, richtig gut. Und was ich richtig schön finde, man merkt, der Besitzer, der hat sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, hier alles harmonisch einzurichten. Also die Farben passen zusammen, die Kissen. Das ist immer sowas für mich. Ich mag gerne, wenn was besonders ästhetisch ist. Mein Favorit war das Paneer Butter Masala. Wie war es bei dir?
mein Favorit im Vergleich zu dem, was ich bisher schon kennengelernt habe, ist auf jeden Fall das Butter Garlic Naan. Natürlich ist es jetzt keine Hauptspeise, ne, von der man allein satt wird, aber einfach von dem, wie es geschmeckt hat, bisher das Beste, was ich gegessen habe. Der Preis ist ein bisschen höher als in anderen Restaurants. Wir haben jetzt 1060 Rupien bezahlt, 12 Euro oder so. Im Vergleich zu den anderen halt ist der Preis ein bisschen höher. Wie viele Hasen? 5 von 5 Hasen. Oder kommt hier eine Kuh vorbei? Da kommt eine Kuh. Und zum guten Schluss das Restaurant Rosa Mystica. So, in unserem Lieblingsrestaurant in Agonda probieren wir heute mal die vegetarische Platte. Dazu gibt es Butternaan. Ja, also es gibt Pommes, dann Käse, Blumenkohl, Pilze und Salat und dazu noch ein bisschen Soße. Eine mit Käse gefüllte Kartoffel und es schmeckt wahnsinnig gut. Richtig, richtig gut. Und das Ganze zusammen, 300 Rupien, 3,50 Euro, also super. Also das ist alles vegetarisch. Schmeckt so wie wenn man bei einem Grillabend ist. Können wir mal öfter bestellen. Mega. Zur Feier des Tages gibt es noch einen leckeren Nachtisch, nämlich ein Crepe mit Nutella oder mit Banane. 2 days later. Ja, und hier wollten wir euch nochmal zeigen, Paneer Butter Masala, Paneer Mata. Und ja, auch das sieht super aus und auch das ist super günstig, ehrlich. Und was auch toll ist, dieser Reis hier, nicht nur einfach Reis, sondern sind schöne Gewürze drin, einfach toll. Und wir sind ja jetzt schon seit über 3 Wochen hier und die indische Küche wird uns auch überhaupt nicht langweilig. Nee, im Gegenteil. Als wir in Asien waren, haben wir irgendwann doch gedacht, oh, jetzt hätten wir gerne mal eine Pizza oder so, aber hier in Indien überhaupt nicht. Den Paneer Mata sind diese grünen Erbsen drin. Paneer, das ist dieser indische Käse hier. Sind beides sehr cremige Gerichte. Und in dem Paneer Butter Masala, also der Käse, und halt Butter. Das Ganze ist eine richtig cremige Soße und das schmeckt einwandfrei. Und Sahne, ja. Geschmackstest von Nina. Fazit, Essen war sehr lecker, guter Preis, super. Das sehe ich genauso. Obendrein gibt es noch einen leckeren Bananenshake als Dessert. Rundum sehr leckeres Abendessen. Es liegt nicht am Meer, ein bisschen abgelegen, die Aussicht ist nicht so wunderbar. Aber die Menschen sind nett. 4,5 von 5 Angsthasen. Ja, wenn man sich jetzt mal alles auf der Zunge zergehen lässt, 2 Coca-Cola, 1 Bananenshake, Paneer Butter Masala, Paneer Mata, 2 verschiedene Reisgerichte und noch das Brot dazu am Ende. 760 Rupien, da sind noch nicht mal 10 Euro. Preis unschlagbar für einen Ferienort. The next day. Ja, das Vegetali wollte ich euch noch zeigen. Kostet irgendwie 1,10 Euro oder 1,20 Euro und ist halt super viel dabei. Reis, ihr habt 2 verschiedene Soßen. Dann habt ihr hier noch so ein bisschen Gemüse. Ja, ist Wahnsinn. Und es schmeckt sehr, sehr gut. Das gibt es nur mittags zwischen 12 und 7, aber ist halt Preis-Leistungs-Knaller. Ja, damit kommen wir auch schon zu unserem abschließenden Bonustipp für euch. Die Romnia Bakery könnt ihr nicht nur lecker Kuchen essen, sondern auch besonders gut frühstücken und Abendessen. Hier kann man Bücher ausleihen. Dieses Buch nehme ich mir jetzt mit. Endlich mal wieder ein physisches Buch in der Hand. Jetzt sind wir in der Romnia Bakery. Das ist ein kleines Restaurant, Bäckerei. Ein bisschen abseits vom Strand. Frühstück ist schon da. Wir haben bezahlt ungefähr jetzt hierfür 200 Rupien. Da war ein Tee mit dabei. Ist Indian Breakfast. Und ich habe ein Spinatfrühstück. Auch diese Kombi hier. Also alles zusammen 500 Rupien ungefähr. Das Gericht heißt Alo Paranta. Alo heißt so viel wie Kartoffel. Das heißt, hier drin sind auch Kartoffeln mit Zwiebel. Und die Soßen hier, die ihr seht, das ist Joghurt. Und das schmeckt ganz lecker zusammen.
weil das Aloe Paranta ist gut gewürzt und mit dem Joghurt wird das Ganze ein bisschen milder. Schmeckt super. Sehr lecker. Omelette mit Spinat und Käse. Cappuccino schmeckt auch sehr gut. Mein Spinatfrühstück ist auch super, super lecker. Ich glaube, ich habe noch nie so lecker gewürzten frischen Spinat gegessen. Also, top. Also bei dem Brot merkt man, es ist frisches, selbstgebackenes Brot. Es liegt auch vorne in der Auslage aus, wir können es euch mal gerade zeigen. Und das schmeckt wirklich frisch gemacht und wirklich sehr lecker. Ja, man kann ja keine Bäckerei verlassen, ohne ein Stück Kuchen probiert zu haben. Und das mache ich jetzt. Blaubeerkäsekuchen. Schmeckt sehr, sehr gut. Ist ungewohnt, nach so langer Zeit mal wieder einen Kuchen zu essen. Ich glaube, es ist der erste Kuchen seit 7 Monaten ungefähr. One day later. Heute Sonntag. Sonntags essen wir zu Hause immer Kuchen. Oft auch bei meiner Mama, die gerne Kuchen backt. Jetzt gönnen wir uns mal richtig. Ich habe einen American Brownie und einen Honey Nut Kuchen. Sieht richtig gut aus. Alex hat auch den Honey Nut und ein Blueberry Cheesecake. Dieser Honey Nut Kuchen schmeckt wie Snickers ohne Schokolade. Sau lecker. Also ich teile Ninas Meinung über den Honigmuskuchen. Der ist super lecker. Jetzt probiere ich hier noch den Blackberry Cheesecake. Der ist auch richtig gut. Wir sind hier auf dem Kanal natürlich bekannt für die grandiosen Tipps. Deswegen, kleiner Tipp an alle, geht mit eurer Freundin essen, bestellt euch 2 Stücke Kuchen, dann wird es wahrscheinlich nicht schaffen, die ganz aufzuessen und ihr könnt noch ein halbes Stück mehr essen. Nina hat es nicht geschafft. Oje, bestellt euch einfach 3 eigene Stücke. Die 4 Kuchen und die 2 Cappuccinos, die haben insgesamt 700 Rupien gekostet, das sind ungefähr 8 Euro. Ich denke, Preis-Leistung auch da stimmt. Ja, das waren sie, unsere Lieblingsrestaurants aus Agonda. Hier rechts könnt ihr nochmal eine Auflistung von allen sehen. Aber nehmt die gezeigten Videos nicht als Gebot, sondern lediglich als Orientierungshilfe für euch. Wir selbst zum Beispiel sind am liebsten ins Rosa Mystica gegangen, einfach weil die Leute dort besonders freundlich zu uns waren und weil das Essen auch besonders günstig ist. Ja, und wenn euch diese Folge jetzt Lust gemacht hat auf mehr, dann schaut auf unserem Kanal vorbei. Da gibt es noch eine Folge zu dem, was ihr hier alles in Agonda erleben könnt. Zum Beispiel Surfen, Bootstour und. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!